Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Heute ein Update von meiner Lucky Shiny Sammlung. Event ist zu Ende. Leider. Was für ein saftiges Event. Lunar New Year. Die Spawns haben mich jetzt nicht so interessiert. Neues 100er, der Pilz und Schneckmark. Das war natürlich nice. Abgesehen davon, was da sonst so gespawnt ist, hat mich jetzt nicht so gejuckt. Aber die Boni. Erhöhte Lucky Chance beim Tauschen. Am Anfang natürlich nicht, da hatten die einen Fail. Aber dann. Später haben die es hinbekommen, da war es dann in Ordnung und erhöhte Lucky Chance auf Lucky Freunde. Das war natürlich abnormal saftig. Ich habe, glaube ich, an die 30 neue Glücksfreunde bekommen. Habe auch schon mit ein paar getauscht und eigentlich beginnt jetzt erst das richtige Event. Jeden Tag muss ich jetzt einen Spezialtausch machen, einen Lucky Spezialtausch, um die Sammlung voranzutreiben. Und danach sollte ich eigentlich ein Update-Video machen von meiner Shiny Lucky Sammlung. Aber ich denke, das wird so lange dauern, dass wir jetzt ein Update machen können und dann, wenn ich fertig bin mit den ganzen Lucky Tauschen, es kommen ja auch immer wieder welche rein, weil heute habe ich auch wieder, obwohl das Event zu Ende ist, zwei neue Lucky-Freunde bekommen. Auf jeden Fall, ja, hier ein Update und dann, wenn wir wieder eine Weile getauscht haben mit den ganzen Lucky-Freunden, die wir bekommen haben, dann nochmal ein Update. Ich weiß gar nicht, wann das letzte, ich muss mal ganz kurz schauen, wann das letzte Mal war, dass ich ein Lucky-Shiny-Update gemacht habe. Alter, was? Da hatte ich 75, okay. Ich habe in den zwei Monaten 27 Lucky-Tausche gemacht. Lucky-Shiny-Tausche. Wir gehen nach Nummer. Und hier seht ihr meine Sammlung. Das Totem muss noch entwickelt werden. Da hatte ich beim Super C-Day im Dezember nicht genug Bonbons. Weil der soll natürlich auch die C-Day-Attacke bekommen. Ihr seht hier Bisaflor und Gluak C und C. Svetbogat. Rettern. Oh mein Gott. Wir haben nicht genug Bonbons für Rettern zum Entwickeln. Wir werden noch ein paar Sachen entwickeln. Über da, wo es halt geht. Oh Mann, Rettern. Fehlen tun mir noch ungefähr 80. Selber davon auf den kleinen Accounts habe ich aber, sagen wir 15 oder sowas. Und jetzt dann ungefähr 60 Lucky Freunde. Also wenn ich mit jedem neues Shiny Lucky tauschen würde, dann würde mir ungefähr 20 noch fehlen. Also eigentlich nicht mehr so viel. Und eigentlich nicht mehr so weit entfernt von meinem großen Ziel. Eins meiner Top 3 Ziele, ihr wisst ja. Alle 100er, alles einmal maxen, alles in Shiny Lucky. So. Den haben wir erst vor kurzem getauscht, am Samstag. Sehr nice. Was machen wir noch? Giratner. Das wird zu einem... Wer ist der Typ? Giflor. Auch sehr nice. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch sowas sammelt wie ich, Shiny Luckys. Ein paar konnte ich damit anstecken. Ein paar machen das jetzt auch. Und die Sammlung baut sich langsam auf. Bin gespannt, echt gespannt, wie es dann aussieht nach der großen Welle jetzt an Glückstauschen. Aber ich habe auch schon lange nicht mehr durchgeschaut, was ich alles habe. Bin auch gespannt. Falls ihr was seht, was ich nicht habe, könnt ihr, das geht natürlich jetzt an alle Münchner und meine Freunde, könnt ihr mir gerne anbieten. Ich habe zwar immer eine Liste dabei, aber meistens sehen dann Leute was ich zum Beispiel nicht habe und die aber ganz oft, dann schreiben die mich an und bieten mir das an. Deswegen mache ich auch gerne die Updates, weil zum Beispiel beim letzten Mal habe ich ein Update gemacht und dann habe ich wieder viele Anfragen bekommen, hey Hong, ich habe noch dies, das. Ich habe gesehen, dir fehlt noch Azugel, Shiny Lucky und sowas. Also, sehr nice immer. Grüße gehen raus an Felix. Ein alter Kollege. Leider nicht mehr aktiv, aber Abschiedsgeschenk von ihm noch. Ein Shiny Alola Mauzi. Auch sehr nice. Menki. Agasa, Menki, oder? Der Leidende. Wie lange haben wir dich gejagt? Dann? Zack. Auch nicht schlecht. Sehen schon cool aus, ein paar von den Shiny. Und den Toxer. Kann man hier nehmen. Huh! Gerade so genug Bonbons, um den zu entwickeln. Der ist von Chris aus Schweinfurt. Der war irgendwann Dezember jetzt da. In München kurz besucht und da haben wir das gleich genutzt für einen Spezialtausch, Glückstausch. Der sieht auch, boah, der sieht eigentlich auch Bomben aus, oder nicht? Hammer. Geoblock. Zack.
Ich kann mich noch an jeden erinnern, auch wenn es jetzt über 100 Pokémon sind, von wem ich was getauscht habe. Deswegen finde ich es auch ganz cool, so Erinnerungsstücke an die ganzen Freunde und Leute. Jugend haben wir da genug? Hammer. Sehr nice. Shiny Lucky Yugo. Mushas, boah, habe ich die noch nicht entwickelt. Ich habe einen normalen Shiny entwickelt, aber den noch nicht. Aber unentwickelt sieht der so geil aus, dieses Orange. Aber das dunkelblau sich, finde ich, sieht auch Hammer aus. Traumato, Alter. Aha. Ich habe zwar schon Hypno entwickelt, aber kein Shiny Lucky Hypno. Der sieht jetzt ganz okay aus. Wobei, der sieht schon pink aus. Der sieht eigentlich echt geil aus. So pink. Die meisten Pinken sehen nie geil aus. Knogger haben wir entwickelt. Den haben wir entwickelt. Den können wir noch entwickeln. Sinnohstein rein. Der war, glaube ich, von Marcel, Leute. Ein sehr langes Mitglied von mir. Ja. Grüße gehen raus, Marcel. C-Day verpasst. Da hatte ich nicht genug Bohrungslieder für den. Und für den. Oh. Zumindest zweite Stufe können wir schon mal machen. Ne, den hatte ich noch gar nicht. Den habe ich erst letztens getauscht. Den Gagne fehlt mir noch. Ja, in Divi, aber irgendwo auf dem Kleinen ist es offensichtlich jedes Ziel der Pokémon, aber erstmal muss man lucky werden. Der hat so viele Shinies, die ich mir rübertauschen könnte. Kann nicht alles zu dem werden. Boah, Kilo Bonus dafür. Fluffeluff, boah. Fluffeluff, auch echt geil, die Babys. Fluffeluff P. Seltene Stücke da bekommen, zusammen bekommen. Grüße gehen raus an alle, die mit mir getauscht haben. Mit den grünen Augen. Direkt weiter zu Knuddeluff. Gute Sammlung. Macht sich langsam. Na, du. Na klar, ja, direkt entwickeln. Shiny Lucky Xappel. Boah, bei dem weiß ich. Ah, doch. Ich glaube von mir selber. Super saftig, kann das sein? Ah, nee. Tommy, Alter. Bisschen genau, stimmt. Sorry, Mann. Wir haben hier auch noch Glyphs. Auch von Tommy. Nee. Von Lea. Läuft. Zack. Hier gibt noch eine. Klamurks. Kramchef, Shiny Lucky. Da seht ihr auch die IVs dann. Alles, was 93 und drüber ist, habe ich markiert, umbenannt. Alles andere halt nicht. Das heißt, alles, was unbekannt ist, unbenannt ist, ist schlechter als 93. Seht ihr das? Snubbel. Aber gerade so genug. Gerade so. Nice. Grüße gehen raus an Dorn. Noch eine nette Sache. Priscilla auch noch. 93. Grüße gehen raus an den Kollegen Jens. Extra aus Schweinfurt hergefahren. Für seinen Shiny Lucky Pantimimi. Er hat mir eine Rosana, die gehen mal so. Priscilla. Ist okay, dann Jens, oder? Ja, Jens. So, was haben wir hier noch? Seedless müssen wir abwarten für Vieren. Aber nicht genug Bonbons. Ingul. Ingul haben wir genug Bonbons. Pelipper. Er war irgendwie erhöht, aber ich habe den tatsächlich damals nicht bekommen. Und dann erst beim Perle Quest hatte ich den bekommen. Und das soll männlich werden erstmal. Ja, genau. Jetzt nicht verklicken. Und dann auf einmal zwei weibliche haben, das wäre voll der Fail. Das muss ein männliches werden. Also Galagladi. Nochmal besser hingeschaut. Ich wollte unten drücken. Ich dachte, oben ist weiblich. Jetzt mal hier. Habe ich irgendwie sowas Erwähnenswertes übersehen? Also zwecks IV. Ich habe einen Shiny Lucky 98er von Mugard Labgas, leider nur 100, also nicht 100. 98er Dick 3, das ist ganz okay. 96er Red Tern, 96er Mounty Alola, Galoppa 96. 96er Shiny Lucky Aerodactyl, 98, ah ja, den kann man erwähnen. 98er Shiny Lucky Arctos, 98er Shiny Lucky Mewtwo. Sonst ein 96er Shiny Lucky Despota. Mewtwo. Den Talisman haben wir auch noch im Start. Auch vor kurzem erst getauscht. Zack.
Minum Plus, da können wir nicht. Weil wir haben da genug Bonbons? Nein. Habe ich für EP weiterentwickelt. Oha, den auch nicht. 96er Altaria. Haben wir davon genug Bonbons? Nein! Der ist schon entwickelt. Das ist schon die Entwicklung. Mit dem müssen wir noch laufen. Absol wird ersetzt mit Erlöst Shiny Absol Lucky. Passt. 96er Butterlande, aber das wird auch ersetzt mit einem Erlöst Shiny Lucky Butterlande. Kyogre 100, Grüße gehen raus. Mein erster Shiny Lucky Tausch und ist direkt 100 geworden. Ne, mein zweiter, wollen wir nicht lügen. Grüße gehen raus an Onkel Olli. Beste. Hier haben wir schon alles entwickelt, können wir den entwickeln? Yes. Das war's dann auch schon langsam. Alles entwickelt, meine Sammlung gezeigt. Um die, was war das, 27 gemacht in den letzten zwei Monaten. Also ungefähr jeden zweiten Tag eigentlich ein Lucky Tausch. Was schon stabil ist. Und hier alles. 96 Shiny Lucky Chrysalis ist auch nice. Und die können wir auch noch entwickeln. Das war's dann. Das ist meine Sammlung. Bisher. Bin gespannt. Wenn ich jetzt alles abarbeite, wie es dann danach aussieht. Vor allem, ob da noch ein paar Knaller reinkommen. Ich habe hier auch schon ein paar gute Knaller. Ein paar seltene Sachen, wo ich sagen muss, vielen Dank für den Support. Wie zum Beispiel, Grüße gehen raus an Manu aus Regensburg für das Lunarstein. Das ist natürlich auch sehr nice. Die ganzen Babys sind nice. Mobile, also Mogelbaum zum Beispiel. Eigentlich auch selten. Pi, Fluffliff und sowas. Das ist ja eigentlich auch eher seltener, alles aus dem Ei sowas. Da muss ich schon sagen, vielen Dank. Das ist glaube ich auch mein Dex-Eintrag, weil den habe ich bisher noch gar nicht durchentwickelt. Kann das sein? Ich glaube schon. Ah ja, Dex-Eintrag. Kann man machen. So. Nochmal ein kurzer Überblick. 102 Shiny Luckys. Das war meine Sammlung, Leute. Ich sammle keine Shinies. Die verwende ich nur, um dann Shiny Luckys zu bekommen. Das heißt, jeder, der mit mir tauscht, jedes Shiny, das ich habe, ist zur Abgabe. Ihr müsst mir nur das richtige Angebot machen. Aber ich gebe da echt alles ab. Und ich bin auch eigentlich gar nicht so scharf auf die Shinies, weil ich kann sie mir ja alle selber tauschen. Nur wenn ich einen Shiny bekomme und es dann tausche und ich es schon habe, dann spare ich mir halt 40.000 Sternstaub. Dementsprechend jedes Shiny, das ich bekomme, was Neues, spart mir eine Menge Sternstaub. Deswegen jage ich die halt überhaupt. Ansonsten könnte ich mir eigentlich alles ertauschen, aber kostet natürlich dann extra Sternstaub. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Wie gesagt, schreibt noch in die Kommentare, wie ihr das Event fandet. Habt ihr eine Menge Glücksfreunde bekommen? Habt ihr eine Menge Glücks-Pokémon bekommen beim Tauschen? Was war so euer Highlight? Meins war 100er Unlucky Golbit. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.